Heute habe ich Lorenz Crunchips. Und zwar African Style. Hatte ich auch noch nie die Sorte. Und eine Special Edition. Hollandse Frittensauce. Sauce. Cremiger Mayo. Geschmack mit Senfnote. Seht ihr, die Holländer und die Belgier wissen, wie man Pommes richtig isst. Nicht mit Ketchup. Beide bestell. Ne? Der leckerste Geschmack aus Holland. Gott, ich würde so gern mal in Belgien Pommes essen gehen. Mit 100 verschiedenen Mayo-Sorten. Entdecke das Oranje-Feeling mit den neuen Crunchips Limited Edition. Hollandse Frittensauce. Mit dem Geschmack einer original holländischen Pommessoße. Mit herrlich cremigem Mayo-Geschmack und einer feinen Senfnote. Gibt es nur für kurze Zeit. Ich überlege gerade, so ein paar Sorten davon waren halt nicht so gut, aber irgendeine von diesen Limited-Dingern fand ich so lecker. Nur war sie dann halt nach, keine Ahnung, 2 Wochen irgendwie nicht mehr im Laden. Aber ich komme gerade nicht drauf. Oder kam mir das nur so vor? Aha. Schummeln sie doch schon wieder. Schmeckt sehr gut. Doch, jetzt habe ich den Senf rausgeschmeckt. Aber so richtig weiß ich gar nicht. Hätten sie es nicht draufgeschrieben, würde ich den Geschmack nie erraten. Vielleicht den Senf hätte ich ein bisschen rausgeschmeckt, aber jetzt so Pommes-Mayo-Geschmack nicht unbedingt. Sind aber richtig lecker. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das erklären soll. Das ist irgendwie halt normaler Chips-Geschmack irgendwie. Aber ich weiß nicht. Das ist halt selten, dass ich mal eine Chipsorte esse ohne halt den Standard-Paprika-Geschmack. Und das ist halt richtig komplett was anderes. Aber auch nicht halt wie diese, auch nicht wie Sour Cream Chips, aber es geht wahrscheinlich in die Richtung. Aber halt anders. Schmecken richtig gut. Crunchips African Style.
Exotisch würziger Geschmack. Die Crunchwraps Western-Style-Dinger sind richtig geil. Das sind die meine Lieblingschips, glaube ich. Ich überlege gerade, ob ich von Funny Frisch Chakalaka mal probiert habe. Das war, glaube ich, auch afrikanisch angehaucht irgendwie. Chips mit würzigem Geschmack. Ja, jetzt bin ich auch schlauer. Mit würzigem Geschmack. Glaube ich, wie mit diese asiatischen Chips. Die mischen halt irgendein Pulver zusammen und das schmeckt dann nach irgendwas und dann nennen sie es asiatisch. Also keine spezielle Zutat angeben, sondern halt schmeckt nach afrikanisch. Vielleicht liegt es daran, dass ich es gerade erwähnt habe, aber es erinnert mich wirklich an irgendeinen Asiageschmack. Aber irgendwas lag mir gerade auf der Zunge. Ich weiß nicht, ob es ein Gewürz ist oder irgendein Gericht. Das liegt mir auf der Zunge. Das ist ein Geschmack, den ich kenne. Aber garantiert nicht afrikanisch. Ich wüsste auch nicht, ich habe noch nie in einem afrikanischen Restaurant gegessen. Und was ist das? Irgendeine. Wahrscheinlich ist es irgendwie eine Asiasorte von Chips, die ich probiert habe. Garantiert. Ich kenne den Geschmack. Schmecken nicht schlecht. Aber so. Halt, ich würde das so halt einmal essen oder so. Aber es ist jetzt keine Sorte, die ich ständig kaufen würde. Das Curry kann es nicht sein. Ich komme nicht drauf. Die würde ich mal ausprobieren, die sind richtig gut. Wenn ihr wie ein normaler Mensch Pommes mit Mayo esst. Ne? Gut. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.